ist die größte der Baleareninseln und wohl auch die schönste. Mit ihrer Vielfalt an Natur hat sie für jeden Besucher einiges zu bieten. Mallorca genießt ein gemäßigtes, subtropisches Klima mit durchschnittlich 8 Sonnenstunden am Tag und einer Niederschlagsmenge von durchschnittlich 1400 mm im Norden und nur 400 mm im Süden. Unsere Tour startet im Norden der Insel am Kap de Formentor, was Halbinsel bedeutet. An diesem Kap befindet sich ein Leuchtturm, den man entweder bequem mit dem Wagen erreichen kann oder zu dem sich eine Wanderung lohnt, die zwar anstrengend ist, dafür jedoch mit einer herrlichen Naturkulisse belohnt. Kilometer vom Leuchtturm entfernt befindet sich der Aussichtspunkt Mirador. Von dort aus hat man die Möglichkeit, die atemberaubend schöne Küste mit ihren steilen Klippen zu betrachten. Direkt jenseits der Mauer der Aussichtsplattform fallen die Ausläufer des Tramuntana-Gebirges steil ins Meer hinab. Die Plattform befindet sich in 232 Metern Höhe über dem Meer und bietet eine atemberaubende Aussicht. Entlang der Küstenlinie der Halbinsel befinden sich einige schöne Buchten, in denen man je nach Jahreszeit gut baden kann. Unser Weg führt uns nun hinab ins Tal zum Hafen Poyenza, Porto Poyenza. Wenn man Lust auf ein Abenteuer ganz anderer Art hat, sollte man unbedingt einmal eine Jeep-Safari im Tramuntana-Gebirge mitmachen. Hier wird eine Geländetour angeboten, die ihresgleichen sucht und von Kaimari beim Restaurant Short Son Katla startet. Früh am Morgen geht es los und die Gäste werden von den Tourleitern eingewiesen. Dann werden die viersitzigen Jeeps der Marke Suzuki bestiegen und es geht hoch ins Privatgelände einer mallorquinischen Familie, welches sich über 52 Quadratkilometer erstreckt und wohl einzigartig im Mittelmeer ist. Auf einigen Stops erzählt der Tourleiter Wissenswertes über Flora und Fauna sowie die Geschichte Mallorcas. Zur Mittagszeit geht es auf eine kleine Privatfinca in den Bergen. Die Gäste haben hier die Möglichkeit, die typisch mallorquinische Küche kennenzulernen. Nach einem Bad im Pool geht es zurück ins Tal, wo man eine Vogelschau besuchen kann.
Tour endet am Restaurant Chot Son Cat La, von wo aus der Rücktransfer in die Hotels erfolgt. Die Anfahrt ist auch mit eigenem Pkw möglich, bedarf aber einer vorherigen Anmeldung unter www.expedicionesmallorca.com, wo auch alle anderen Informationen zu finden sind. Auch wenn Mallorca überwiegend mit schönem Wetter gesegnet ist, kommt es ab Oktober schon einmal zu einigen Stürmen vor der Küste der Insel. Diese treten meist schnell und heftig auf und können durchaus einigen Schaden anrichten, sind aber kaum vergleichbar mit den Turbulenzen in Florida. Wetterbeobachtungen haben ergeben, dass die Herbststürme um die Balearen langfristig eher abzunehmen scheinen, was viele Mallorca-Fans freuen wird und auf viele sonnige und heiße Sommer hoffen lässt. Nach einem Unwetter reißt der Himmel meist schnell wieder auf und die Abendsonne lässt durch ihr prächtiges Farbenspiel schnell vergessen.